Der große Jahresrückblick auf dem Wirtschaftsradar. Diesmal Landaufschwung und viele tolle Veranstaltungen im Landkreis. Ja, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Logbuchbeitrag. Ja, das erste Jahr, das wir auf dem Wirtschaftsradar hier aufgezeichnet haben, neigt sich dem Ende zu. Mit jedem Monat ist unsere Webseite und die Sammlung an Neuigkeiten aus der Wirtschaft größer geworden. Und das auch dank Ihrer Unterstützung und vor allem natürlich Ihrem Interesse. Heute und in den nächsten Tagen wollen wir Rückschau halten und noch einmal die wichtigsten, spannendsten und schönsten Ereignisse auf den Radar nehmen. Ja, und wir starten gleich mal mit einem Ausflug in die Wirtschaftswelt. Darüber habe ich mit Christian Trakert gesprochen. Für das Projekt Landaufschwung, das uns auch in 2019 sehr beschäftigt hat, war er der Projektleiter. Und er hat natürlich auch viel mit Kommunen und Unternehmen und Veranstaltungen zu tun. Und insofern habe ich mit ihm genau darüber gesprochen. Bin gespannt, was ihm im Jahr 2019 so alles in Erinnerung geblieben ist. Jetzt Film ab! Ja, auch in diesem Jahr ist es uns gelungen, der Wirtschaft eine Plattform für den gegenseitigen Austausch zu liefern. Dabei haben wir sowohl auf bewährte Formate gesetzt, die wir schon seit vielen Jahren auch erfolgreich durchführen, als auch neue Formen der Zusammenarbeit ausprobiert. Ja, mit Landaufschwung hatte ja der Landkreis Sigmaringen in den letzten 4 Jahren die Möglichkeit, mit neuen Lösungsansätzen die Herausforderungen, denen wir ja in den nächsten Jahren gegenüberstehen, anzupacken. Was mir dabei besonders in Erinnerung geblieben ist, sind die vielen unternehmerischen Menschen, die mit ihren Projektideen einfach einen konkreten Beitrag zum Entwicklungskonzept Landaufschwung geleistet haben. Was ich auch ganz toll finde, sind die vielen Jugendlichen, die sich in den 14er-Räten der ländlichen Gemeinden im Landkreis Sigmaringen für ihre eigenen Belange eingesetzt haben. Was halt einfach auch zeigt, dass die an Leben in ihrer Heimat auch glauben. Weil wer sich für seine Heimat einsetzt, der hat auch das Ziel, weiter in den Regionen wohnen zu bleiben. Und das ist doch ein mutmachendes Indiz einfach auch für den ländlichen Raum. Eines der Ziele von Landaufschwung ist ja auch, das Gründungsgeschehen im Landkreis Sigmaringen anzutreiben. Und da haben wir mit der Hochschule hier in Sigmaringen einen Projektpartner gewinnen können, die eben auch bereit sind, mit eigenen Ressourcen ein Projekt durchzuführen. Und die School of Entrepreneurship ist ein mutiger Ansatz, ein innovativer Ansatz, um jetzt halt einfach auch mal die Studierenden für die Auseinandersetzung mit Gründungen, mit unternehmerischen Ideen, mit unternehmerischem Denken auch zu motivieren und sie aber auch mit Unternehmen zusammenzuführen, damit das Ganze eben auch nicht in der Theorie verbleibt, sondern auch an praktischen Grundlagen ausprobiert werden kann. Ja, ich glaube, man kann sagen, die Zusammenarbeit der Wirtschaftsförderer im Landkreis Sigmaringen, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, auf dem wir wirklich aufbauen können. Uns ist es gelungen, als Wirtschaftsförderung hier in den vergangenen Jahren wirklich auch ein Netzwerk aufzubauen, auch einen institutionalisierten Austausch zu forcieren. Und ich bin ja auch im regelmäßigen Austausch mit den Wirtschaftsförderern und hatte jetzt gerade dieses Jahr mit Frau Merz von der Stadt Meßkirch hier auch ein Interview geführt und da ist eben deutlich geworden, dass der Vorteil, den man durch diesen Austausch hat, obwohl man ja gegeneinander ja eigentlich auch in gewisser Weise in Konkurrenz steht, dass der unterm Strich einfach dominiert, dass man in gewissen Fragen einfach an einem Strang ziehen kann und damit unterm Strich einfach mehr erreicht, als wenn man nur seine eigene Kommune im Blick hat. Ja, wir haben in diesem Jahr natürlich viele bewährte Formate wieder aufleben lassen. Dazu zähle ich allen voran die Karrieremesse Visionen, wo wir ja viele Oberstufenschüler aus den Schulen der Region mit den Unternehmen zusammenbringen. Es ist immer ein ganz interessanter Tag, wo wir unheimlich viele interessierte Jugendliche erleben, die an den einzelnen Ständen wirklich mit den Personalern, mit den Verantwortlichen für die Ausbildung ins Gespräch kommen und dadurch einen unheimlich intensiven Einblick auch für die Unternehmen im Landkreis Sigmaringen gewinnen können. Mit Weichensteller existiert ja jetzt seit einem Jahr ein Fachkräfteportal für den Landkreis Sigmaringen. Und dann war ja die Überlegung nahe, wir haben hier die Hochschule in der Region, warum sollen wir nicht auch den Studenten da einen Service anbieten? Und das Besondere ist jetzt eben, dass die Studierenden neuerdings bei Weichensteller auch einen Praktikumsplatz finden können oder ein Thema für ihre Abschlussarbeit. Da profitieren einfach beide Seiten, sowohl die Unternehmen als auch die Studenten.